Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Wir befinden uns in Krokotopia in der Krokosphinx und müssen ein paar blaue, naja ein paar ist gut, 12 blaue Manda erledigen. 6 haben wir schon in der letzten Folge erledigt. Nun kommen die nächsten ran. Die blauen Manda zu besiegen ist nicht allzu schwer. Das muss ich doch mal zugeben. Das hält sich einigermaßen in Grenzen, oder? Das geht, Junge, das geht. Ist nicht schlecht, wie mein Bruder zu sagen pflegt. So. Ja, ja, ja. Die Gamescom ist fast vorbei. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist die Gamescom gerade vorbei. Und in ein paar Tagen müsste dann auch ein Spezial Chaos LP, eine Killed Chaos, Let's Play von der Gamescom kommen. 10 Minuten lang. Ich habe an der Gamescom Let's Played. In so einem kleinen schalldichten Raum. Und ja. Rayman Origins. Aber nicht nur so zum Spaß, denn man kann damit etwas gewinnen. Oh ja, und jetzt passt gut auf, Leute. Ich kann dadurch eine Elgato Game Capture HD Konsole oder wie auch immer man das jetzt nennt, gewinnen, was ausgezeichnet wäre. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein kleines Gerät, das man zwischen Konsole und Computer schaltet. Oder Fernseher und Computer, ich bin mir gerade nicht sicher. Dann könnte ich nämlich auch ein paar Let's Play von PlayStation 3 Spielen machen, wo es auch einige sehr gute Spiele gibt. Und das hätte ich unheimlich gerne. Was ich allerdings dafür nur brauche, sind unheimlich viele Daumen nach oben bei diesem besagten Video. Das wird, ich schätze mal, nächste Woche oder im Laufe dieser Woche kommen. Aber ich werde darauf auf jeden Fall noch hinweisen. Auf jeden Fall. Das wird euch verfolgen, dieses Video. Ich muss das gewinnen. Ich möchte das auf jeden Fall gewinnen. Ja, das nur mal so gerade nebenbei am Rande erwähnt, damit ihr es schon mal gehört habt, ne? Schade. So, wen haben wir noch im Angebot? Hier unseren Freund, den Heino. Heino ist das. Karl Heinz. Ne, das ist der Heinz, genau. Yep, und tschüss, mein Freund. So, 9 von 12 Statuetten gesammelt. Ich fülle mich gerade ein bisschen auf. Flup, flup. Und mache mich direkt dran, den nächsten zu besiegen. Komm, Boy. Komm, Boy. Ich sage Boy zu dem. Was ist in mich gefahren? So, theoretisch, oh ja, komm, machen wir den als erstes. Aber der schützt sich jetzt gegen Feuer, der Arsch. Das ist unfair, das ist einfach unfair, dass er das macht, während ich meinen Zauber schon... Na gut, trotzdem ist es unfair. Arschloch. Tut mir leid, dass ich so ausfallen werde in letzter Zeit, das macht man eigentlich nicht, aber... Was ist das überhaupt für ein Schutz? Minus 80%. Das ist ja wohl der hammermäßigste Hammerschutz. So, und jetzt habe ich nur noch Feuerzauber hier. Sehr lustig. Das, da kann ich doch gar nichts jetzt mit anfangen. Das ist nicht fair. Ja, voll drauf auf den armen Kevin. Mach den Kevin ruhig fertig. Hat er nicht schon genug damit zu kämpfen, so eine alberne Mütze tragen zu müssen? Es wird auch noch von irgendwelchen komischen Eisschlangen drangsaliert. Scheiße. Ach, was ein Ärger. Wenn ich einen Feuerangriff zu Eis umwandle, sind die auch resistent dagegen. Ich werde verrückt. Na komm, wir probieren es trotzdem. Wir probieren es. 200. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wie viel das bringt. Ich
bin gespannt. Schauen wir mal. Weil der hat ja auch eine natürliche Eisresistenz. Ja, macht mich nur fertig. Bei denen verpatzt auch nicht ein Zauber im Moment, ne? Immerhin. So, Freund. Super Pip erhalten. Und was werde ich jetzt machen? 155. Ach komm, ich heile mich mal. Auch wenn es albern ist. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon ganz schön lange in Krokotopia. Es wird Zeit, Krokotopia zu verlassen, oder? Seid ihr nicht auch der Meinung? Also irgendwie langsam habe ich keine Lust mehr auf Krokotopia. Ich möchte noch mal was anderes sehen. Echt. Komm schon jetzt. Ach, wie sich das zieht. Mach doch. So, und der letzte Angriff. Können wir wieder nicht so viel machen. Ja, mach mal sowas. Diener Rang 2. Na endlich. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch eine Person erledigen. Dann haben wir es endlich geschafft. Ja, noch eine Person. Ein uralt Nomahang schon wieder und ein Kräckerchen. Lecker, lecker, lecker. So, Freund. Sprich, Freund, und tritt ein. Kennt ihr das Zitat? Wenn ihr das Zitat kennt, dann verratet mir doch mal, woher das ist. In welchem Buch und in welchem Film auch noch kommt Sprich, Freund, und tritt ein vor? Wenn ihr es wisst, seid ihr richtig cool. So. So viel dazu. Wir machen mal der Tür hier. Pling. Ha, du Lusche. Jetzt komme ich nämlich mit. Schon wieder keinem Zauber, der ihn zur komplett erledigt. Den blauen Typen da. Guck mal, wer guckt, der sieht auch noch so freundlich dabei aus. Aber die sind ja eigentlich wohl nur besessen, so wie es heißt. Mist. Der Schneemann, der ist fies. 300. Vor allem, der hat nur ein bisschen heiße, kalte Luft gepustet. Und mir dadurch 300 abgezogen. Da muss er unheimlichen Mundgeruch haben. Obwohl, nee, der hat die Luft nur durch Herumwirbeln gebracht. So, damit habe ich diese Quest geschafft. Uah, und tschüss, mein Freund. Jetzt aber schnell raus hier. Damit wir bloß nicht weiterkämpfen müssen hier. 12 Viecher kaputt gemacht. Mann, wie nervig, oder? Ich glaube, diesen Dungeon habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust in der Aufnahmesession hier zu machen. Also wirklich nicht. Nee, wirklich nicht. Den mache ich vielleicht beim nächsten Mal mit jemand anderem zusammen. Was sind das denn da für welche? Hä? Was sind das für welche? Hä? Ach du Schande. Ach du Schande, 2000! Was mache ich denn hier? Gruf Großachs mit 2000. Ich glaube, da bin ich gerade in irgendwas reingelaufen, was nicht so sein sollte. Nanu? Ja, Freunde, das schaffe ich doch nicht.
hier einen 2000er jetzt zu besiegen. Vor allem gehören die auch wahrscheinlich zu irgendeiner Quest. Mach mich doch jetzt eh kaputt. Ah. Na gut, komm. Wir gucken mal, wie weit ich komme. Obwohl das jetzt überhaupt gar nicht geplant war. So ein Ärger. Guck mal, die sind auch total durchsichtig, ne? Das ist irgendein Fehler. Das kann nur irgendein Fehler sein. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht erklären. Am besten Willen nicht. Warum kriege ich den doch jetzt überhaupt gar nicht besiegt mit seinen 2000 Hitpoints? So ein Scheiß. Ich finde das gar nicht so lustig. Ah, fast 400 abgezogen, mein Gott. Dafür habe ich auch gar nicht genug Gedönse dabei. Ne? Hier jetzt was zum Auffüllen. Ach, wie blöd das ist. Das musste ich aber auch so neugierig sein. Außer, dass ich jetzt da hinten in der Oase aufwache, wenn ich kaputt gehe, passiert mir eh nichts. Von daher. Nur es bringt mir auch nichts. Ich bekomme auch keine Erfahrungspunkte oder irgendetwas dadurch. Ne? Ist auch blöd. Naja. So, und er macht jetzt den nächsten Zauber und ich bin hinüber. Ja. 12 habe ich noch. Lächerlich. Ja, kann doch jetzt nichts machen. Ach, wie doof das ist. Schade. Hätte ich gern mal besiegt, so einen mit 2000. Aber da war ich jetzt auch wirklich überhaupt gar nicht drauf vorbereitet. Guck mal, der sammelt schon wieder für den nächsten Kampf. Und jetzt, genau jetzt, hätte ich mich, ja, auffüllen müssen. Komm, wir machen das und sind jetzt eh kaputt. Was soll der Quatsch? Soll der Quatsch. Und tschüss. Ja. Hatte ich auch nicht vor, diesen Kampf hier zu bestreiten. Was war denn das jetzt für ein Typ? Mal ganz im Ernst. Das war ein Fehler, oder das kann nur ein Fehler gewesen sein. So. So, wir fahren jetzt nochmal dahin und erledigen die Quest mal offiziell. Oh Mann, oh Mann. Es hört sich an, als würden da irgendwelche Fliegen mit Furzantrieb durch die Luft düsen. Komische Geräusche. So, wir sind jetzt immer noch da. Ja, die sind immer noch da. Ja, aber wo kommen die denn plötzlich her? Seltsam. Hm. Naja. Gut, gut. Und in perfektem Zustand. Wir müssen zuerst den großen Champion beschwören. Anschließend benötigen wir eine Waffe von großer Macht. Tar! So, aber das machen wir erst in der nächsten Folge, meine lieben Leute. Jetzt gehen wir nochmal in die Arena. Wir sehen uns wieder. Bis dann und tschüss.